Ja, hallo Leute. Ja, ich habe leider wegen gesundheitlichen Problemen jetzt längere Zeit aufhören müssen mit Let's Playen und sonstige Videos machen. Auch lag es ein bisschen an der Hardware, vor allem am Mikrofon, vor allem vom Headset, weil ja, ich kann es leider nicht lauter drehen. Es ist schon Maximum und ja, das kackte mich auch ein bisschen an. Ich habe aber viel vorbereitet. Ich bin hier auf dem Server von Seslig. Der hat früher mal Floster geheißen, ist immer noch einer meiner besten Kollegen. Und hier habe ich eine eigene Welt bekommen und bin hier Admin. Und ja, weil ich so eine neue Welt gemacht habe, dachte ich, ja, ich werde wieder mal ein paar Videos hochladen, aufnehmen und mit anderen Leuten machen. Und ich habe ein paar gefunden, die auf diese Welt dann ein paar Let's Play, ja, Videos hochladen und so. Mal schauen, wie es so ist. Da viele nicht so wissen, was genau Rollenspiel ist, habe ich einfach jetzt mal im Sinne, ein paar Vorstellungsvideos zu machen. Und wer ja Lust hat oder ja einfach mal dabei sein will oder auch Videos machen will, der kann gerne auch mitmachen, es ist frei und ja, da komme ich in den nächsten Tagen zuerst einmal ein paar Vorstellungsvideos und ein paar Farm- und Baufolgen, so ein bisschen für den Anfang. Und ja, ich habe hier schon mal begonnen, das war so Ende Januar oder so, wo ich ein bisschen angefangen habe, hier ein Haus zu bauen. Ich hatte recht wenig Platz hier, habe hier dann nur ein kleines Haus gemacht und jetzt ein zweites Stockwerk langsam hochgebaut. Und ja, hatte einfach nicht so viel Lust auf Minecraft, weil ich eigentlich eher 1.9 spielen möchte, aber dort das Kampfsystem nicht so meins ist. Und der Server hat noch nicht 1.9 ist, sondern 1.89. Und ja, habe ich nicht so aktiv Ding, weil ich auch Minecraft habe ich ja nicht so gespielt. Skyrim und Dingsüchtig bin, Diablo 3 süchtig bin, genau. Jetzt habe ich's. Ja, und nicht so viel Zeit gehabt und jetzt will ich starten. Jetzt habe ich wieder Bock, ich habe Motivation und sehe, dass es ein Spiel auch Spaß macht, mit mir irgendwas zu machen oder ja, auf dem Server hier zu sein. Der Server wird immer überliebter, der ist eigentlich schon recht gut besetzt. Manchmal sind es über 10. Momentan ist es leider noch auf 10 begrenzt, aber das geht dann schnell nach oben. Und ja. Eben, ich habe eine Rollenspielwelt gemacht, wo ich ja, im Survival bauen werde. Ich habe hier am Start noch ein bisschen im Kreativmodus gebaut und starte hier mit den Japanern. Ich habe ja in den Let's Plays manchmal auch japanisch gebaut. Dachte ich mir, ja, ich werde jetzt nicht unbedingt ein bisschen etwas Langweiliges machen, wie zum Beispiel Mittelalter oder Moderne. Ein bisschen anders und jo, beginne einfach mal mein Reich zu machen, wenn ihr online kommt und ihr einen guten Grund und ja, eine gute Idee für ein Reich habt, dann dürft ihr auch König spielen von dem Reich. Es ist einfach so, dass hier nicht so Krieg gemacht wird. Es wird auf der PvE-Welt dann Kriege geben, aber wir wollen vor allem ja hier in Ruhe ein bisschen zusammen spielen und dem Rollenspiel machen. Und ja, ich habe es immer wieder gesehen auf anderen Servern, zum Beispiel Minecraft Lebensservern oder so. Das kommt sehr gut an und ja, ich möchte einfach mal ein bisschen etwas die Spieler motivieren, hier auf dem Server auch mal zusammenspielen. Und ja, da es jetzt auch mir wieder gesundheitlich besser geht, habe ich da auch wieder
bisschen mehr Kraft und so, weil ich habe richtige Muskelschwäche durch Hormonzufuhr und das macht mich ja recht müde manchmal. Dann kann ich nicht mehr so oft Videos bringen, aber ich tue so oft wie möglich bringen. Also wenn es mir gut geht, kann ich da gut bringen. Und ja, in einem weiteren Video werde ich den Server vorstellen. In einem anderen Video werde ich dann die Welt hier noch ein bisschen zeigen. Also ja, es ist halt noch nicht viel. Das ist erst gestern Abend gemacht worden von mir. Und da hatten wir noch ein paar Probleme mit World, Multiverse, dass es zum Beispiel keine Unplifted Welt wurde. Stört mich aber nicht. Es stört ja wahrscheinlich auch nicht viele, weil es einfach nicht so gute Baumöglichkeiten gibt. Aber ja, wir können immer wieder terraformen, alles Mögliche. Es ist einfach wichtig, dass der Server, also dass vor allem die Welt hier, ja, Stück für Stück gemacht wird und dann einfach Rollenspiel gemacht wird, auch Gründe gibt, Gebäude zu errichten. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Stadt kein Farmland hat oder so, dann ist es halt nicht realistisch und das möchte ich so realistisch wie möglich machen. Und ja. Also, dann kommt Season 7 von Diablo 3 ein bisschen. Soll sozusagen Update-Videos, was ich so gefunden habe, was ich mit Kollegen spiele und so weiter. Ich bin in einer Gilde, oder in einem Clan sozusagen, wo man ja recht gut zusammen das spielen kann und schaffen kann, weil Diablo 3 echt abhängig ist natürlich vom Party-Spiel. Und sonst kann ich ja mal wieder GTA 5 bringen oder ja, andere Spiele. Ich habe noch ganz viele Spiele hier. Ja, also, das war ein kleines Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wenn ich mir ein bisschen supporten wollt, dürft ihr mir gerne ein Like da geben oder einen Kommentar. Wenn ihr mitmachen dürft, freut mich das natürlich auch sehr. Und ja, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr Lust habt. Tschüssi!